Hallo und ahoi zum ersten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Dann, herzlich willkommen zur ersten Folge, erster Versuch, Return to Monkey Island. Stimmt nicht ganz, ist nicht erster Versuch, weil ich habe es schon mal durchgespielt, das Spiel. Auf der Switch habe ich es gespielt. Das hier ist jetzt die PC-Mac-Version. Dürfte sich aber nicht groß unterscheiden. Und da habe ich es aber auch schon durchgespielt, kurz nachdem es rausgekommen ist. Also, als es noch eine englischsprachige Sprachfassung war, mit deutschen Untertiteln. Da habe ich es auf Englisch einmal durchgespielt. Hat, glaube ich, auch 15 Stunden oder so gedauert. 10, 15 Stunden, würde ich vermuten. Und dann gibt es aber, hätte es unterdessen ja eine deutschsprachige Vertonung gegeben. Und jetzt gibt es quasi das ganze Spiel auf Deutsch. Und das ist natürlich durchaus ein Argument, nochmal reinzuspielen in Return to Monkey Island. Die Rückkehr nach Monkey Island. Und deswegen machen wir das heute, würde ich sagen. Das Schöne an dem Spiel ist, also erstmal Monkey Island, hoffe ich, ein Begriff. Es gibt mittlerweile fünf Spiele, muss man sagen. Es gibt Monkey Island 1 und 2 vom Original Erfinder, Schöpfer Ron Gilbert. Es gibt Monkey Island 3, was noch ganz viele, The Curse of Monkey Island heißt das im Original. Was viele auch noch einen sehr guten Titel fanden, mit einem sehr anderen Grafikstil, aber an sich von der Komik und so her passte das auch noch sehr gut. Dann gab es Monkey Island 4. Da weiß ich gar nicht, wie der richtige Titel war. Flucht von Monkey Island hieß da, glaube ich, auf Deutsch, aber wir im Englischen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das war ein 3D Adventure mit fragwürdiger, auch für 3D-Zeiten zu dieser Zeit, Grafik und so der erste oder vielleicht zweite Versuch von LucasArts 3D-Adventures zu machen. Das haben sie dann, glaube ich, auch nicht nochmal gemacht. Und seitdem gab es da auch keine Adventures mehr. Aber es gab nochmal eine Telltale-Serie, Tales of Monkey Island. Da gab es eine 5 Folgen lange Fortsetzung quasi von der Geschichte. Auch ungefähr so 10, 15 Stunden, glaube ich. Auch in 3D, aber ein bisschen bedienfreundlicher und ein bisschen mehr wie ein Point-and-Click-Adventure aufgebaut. Also sehr nah am, sage ich mal, dritten Teil und vom Humor auch wieder am ersten und zweiten Teil, weil zumindest einer der Originalautoren, Dave Grossman, bei dem Tales of Monkey Island dabei war. Und ich glaube, dass Ron Gilbert auch als Consultant mit dabei war. Also das war ein bisschen näher am Originalmaterial. Und dieses hier, das haben jetzt Dave Grossman und Ron Gilbert zusammen wieder gemacht. Sie haben irgendwie es geschafft von Disney, die Rechte, Disney hat ja LucasArts gekauft, Lucasfilm gekauft und deswegen die Rechte wieder zu kriegen, dass sie ein Spiel machen dürfen, haben das mit Devolver Digital zusammen gemacht. Und das ist das Ergebnis. Und wir können uns die vorherige Geschichte ein bisschen im Sammelalbum angucken. Hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Genau, und da gibt es jetzt ein bisschen Rückblick. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Oh, ich sehe gerade, es ist gar kein Untertitel. Ich mache ja aus Gründen immer die Untertitel mit an, weil ich das doch ganz gut finde. Oh, ich werde auch den Writer's Cut einschalten. Das ist offensichtlich mehr Geschwafel, schlechteres Erzähltempo. Das macht aber nichts. Ich habe es ja schon mal durchgespielt und dann nehmen wir schon die Geschwafel-Version. Es gibt auch eine sehr schöne Was-bisher-geschah-Funktion, wenn man nämlich längere Zeit, also wenn man gespielt hat und man speichert irgendwo ab und dann hat man längere Zeit nicht gespielt und geht dann wieder zurück, dann kriegt man an
ein paar Stellen, nicht an allen, aber häufiger an verschiedenen Stellen nochmal Kurzrückblick oder so eine kurze Erzählung von Guybrush, was denn passiert ist bis dahin. Das fand ich total pfiffiges Feature. Okay. Also, hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. So sieht das doch besser aus. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Das bin ich, Guybrush Threepwood. Genau, Mighty Pirate. Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte, um seinen Wert zu beweisen. Kurze Niespause. Ach, guck, jetzt hat er es auch mitgekriegt. Die Schatzsuche ist für jeden Piraten wichtig. Genau, das ist im Grunde alles Monkey Island 1. Die Piratenanführer waren für die 3 Prüfungen verantwortlich und fungierten als Richter, Geschworene, Henker und passionierte Grogverkoster. Bei der Diebstahlprüfung musste man in das Haus der Gouverneurin einbrechen. Die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm. Ich glaube, für die Sprachausgabe auch wieder ein Sprecher, der das vorher auch schon gemacht hat, bei den Remakes vom ersten und zweiten Teil. Und im englischsprachigen Original auch Dominic Armato, der alle anderen Monkey Island Spiele in Sprachausgabe auch besprochen hat. Die Beherrschung des Schwertkampfes war mehr eine Frage des Verstandes als der Geschicklichkeit. Da lernte ich Elaine kennen, die Liebe meines Lebens. Sie war zu der Zeit Gouverneurin. Bei der Diebstahlprüfung musste man in das Haus der Gouverneurin einbrechen. Die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm. Da waren wir schon. Genau, das waren die 3 Prüfungen. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen arbeitete. Elaine wurde von dem ruchlosen Geisterpiraten LeChuck entführt und nach Monkey Island gebracht. Ich habe eine Mannschaft zusammengestellt. Carla, Otis und Mituk sind mit mir nach Monkey Island gereist, um Elaine zu retten. LeChuck dachte, er sei in Elaine verliebt. Mein erstes Schiff war die Sea Monkey. Ich habe sie bei Stans Gebrauchtschiff-Bazar gekauft, mit einem Kreditbrief, den ich quasi gefälscht habe. Monkey Island war ein dampfendes, vulkanisches Geheimnis, das mit Dschungel bedeckt und auf keiner Karte zu finden war. Um Monkey Island zu finden, musste man einen speziellen Zaubertrank brauen. Ich habe ihn ein wenig abgewandelt, aber er hat uns trotzdem ans Ziel gebracht. Auf der Insel befand sich eine gigantische Affenkopfstatue, unter der sich Katakomben befanden. Dort lebten einige Leute, die behaupteten, Kannibalen zu sein. Aber ich glaube, das war nur eine Show für die Touristen. LeChucks Geisterschiff lag in einem Lavasee vor Anker, versteckt unter der Oberfläche der Insel. Ich traf dort einen alten Schiffbrüchigen, Herman Toothrot, der sich mit den Einheimischen viele empörte Briefe schrieb. Der Affenkopf öffnete sich mit einem speziellen Schlüssel, den man in sein Ohr steckte. Wir kehrten nach Mealy Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Ich hatte es gerade noch rechtzeitig zur Kirche geschafft, um die Hochzeit zu verhindern. Dachte ich zumindest. Es stellte sich heraus, dass Elaine bereits alles unter Kontrolle hatte. Wie macht sie das immer? Inzwischen hatte ich herausgefunden, dass Geister wie LeChuck empfindlich auf Malzbier reagieren. Vertrau mir einfach, es funktioniert, okay? Ich habe LeChuck besiegt und er ist praktisch explodiert. Es war der Beginn von etwas Magischem. Genau, das ist quasi die Geschichte von The Secret of Monkey Island, dem ersten Teil. Ah, die sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Das ist Monkey Island 2.
Ich habe meinen guten Freund Wally getroffen, der Karten herstellt. Und ich habe sein Monokel gestohlen. Gute Zeiten. Die Karte zum Schatz war in 4 Teile zerrissen worden, was, seien wir mal ehrlich, so ziemlich das Piratigste ist, was es gibt. Elaine scheint immer zu wissen, wann ich sie brauche. Die geheimnisvolle Voodoo-Lady im internationalen Markt für Mojo hat mir beigebracht, wie man eine Voodoo-Puppe herstellt, was sich mehr als einmal als nützlich erwies. Ja, stimmt allerdings. Am Ende waren es wieder nur LeChuck und ich. Er setzte Magie ein, aber andererseits tat ich das auch. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Kleiner Hinweis. Die sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Genau. Die Hintergrundbilder, die hier zu sehen sind, das sind alles Bilder von dem Kopierschutz. Also ich glaube, diese Dinger musste man auf den Kopierschutz. Da gab es so eine Scheibe. Habe ich jetzt nicht hier, aber ich habe eine. In dem Original-Kopierschutz für die Diskettenversion von dem Spiel, da konnte man mit diesen beiden Scheiben, musste man quasi eine Codeabfrage zusammenschieben und dann konnte man den Code eingeben und nur dann konnte man das Spiel spielen. Das sind Zeichen aus diesem Code. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Genau, das ist jetzt die Geschichte von Monkey Island 3. Der Fluch von Monkey Island. Der Fluch übrigens besteht... Die Tatsache, dass er sie in eine Statue verwandelt hat, zeigt mir, dass LeChuck Elaine nicht wirklich liebt. Er sieht sie als Möbelstück an. Ich wurde von einer Schlange gefressen. Das stimmt. Ich wurde lebendig begraben. Das stimmt auch. Zu dieser Zeit traf ich Murray, den angeblich allmächtigen Dämonenschädel, nach einer mitreißenden Seeschlacht. Ich habe absichtlich einen Vulkan zum Ausbruch gebracht. Es gibt nicht viel, was ich nicht für Elaine tun würde. Für LeChuck ging die Sache nach hinten los, denn Elaine und ich heirateten, als alles vorbei war. Spiel, Satz und Sieg für mich. Es war ein toller Tag. Auch wenn wir im Nachhinein gesehen die Scumbar nicht mit dem Catering hätten beauftragen sollen. Das ist entweder Elaines Brautschleier oder mein Taschentuch. Wir haben sie aufeinander abgestimmt. Elaine und ich für immer zusammen. Die Dolche sind ein Symbol für das Durchschneiden von Problemen, glaube ich. Glaubt er. Das ist das Gänseblümchen, auf das wir gemeinsam getrampelt sind. Hochzeitstraditionen sind seltsam. Ich habe ein tolles Haiku für die Hochzeitseinladung geschrieben. Ich weiß nicht, warum man auf einer Hochzeit kandierte Mandeln haben muss, aber anscheinend muss man das. Na gut. Oh Mann, das war die verrückte Zeit, als LeChuck sich mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. Ja, das ist Monkey Island 4. Die Flucht von Monkey Island. Die ultimative Beleidigung war nicht wirklich ultimativ oder überhaupt eine Beleidigung. Oder etwa doch. Alles begann damit, dass man dachte, Elaine sei tot und deshalb eine Wahl abhielt, um sie zu ersetzen. LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. Ich bastelte ein albernes Monster aus Prothesenkörperteilen zusammen. Es hat zwar nichts gebracht, aber ich hatte Spaß dabei. LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich LeChucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Das ist The Tales of Monkey Island. Ich musste eine Zeit lang einen Haken tragen. Der war sehr praktisch. Die Todeskarte steht normalerweise nicht für den buchstäblichen physischen Tod. Außer wenn doch. Ich stand wegen 4 verschiedener Anklagen vor Gericht und musste um mein Leben kämpfen. Ich habe mich natürlich verteidigt. Warum auch nicht? Ah, oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteuers. Damit habe ich LeChuck besiegt. Sein Bein ging so leicht ab, wie man ein Laib Brot zerreißt.
Ah. Ja, und damit ist der Rückblick sozusagen beendet und wir können ins Spiel reinstarten. Wie gesagt, ich habe das Spiel das erste Mal auf der Switch gespielt, deswegen ist ja auch gar nichts. Willst du mein mächtiges Piraten? Ist ja auch gar nichts weiter freigeschaltet. Wir fangen einfach mal an. Wir machen natürlich den schweren Modus. Was will man mit dem leichten? Das ist ja. Also. Nimm das, LeChuck! Guybrush, komm hierher! Vorsichtig! Nimm die Maske ab! Versprichst du mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich verspreche es. Ich tue ja alles. Mach bloß das Bein wieder fest. Hey, ihr Kinder! Ihr sollt hier nicht rein! Und was jetzt? Machen wir uns über die beiden lustig. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Ja! Entschuldigt, dass wir abgehauen sind. Ihr habt euch wahrscheinlich Sorgen um Mörder und Taugenichtse gemacht. Keine Sorge, ich habe ihn gefunden. kommt schon, auf geht's. Tun wir so, als hätte ich Kräfte, die mir Blitze aus den Augen schießen lassen. Er klingt so lebensecht. Ich frage mich, ob er echt ist. Entschuldigt, Jungs, könntet ihr aufhören, uns zu verfolgen? Es ist unheimlich. Jawohl, Sir! Komm schon, ich hab da hinten eine Scurvy-Dog-Hütte gesehen. Scurvy-Dogs? So einen habe ich noch nie gegessen. Was? Du musst unbedingt einen probieren. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben essen wirst. Ohne Spaß. Wow. Genau. An manchen Orten gibt es Scurvy-Dogs mit Käse drin. Mit Käse. Die Worte sehen nicht wie Worte aus, aber da ist ein Bild von einem Scurvy-Dog. Ja, das war jetzt sozusagen das Ende von Monkey Island 2. Für die, die es vielleicht nicht gespielt haben, das Ende von Monkey Island 2 war ein Ende, wo ganz viele Fragen offen geblieben sind und wir sehen dann Guybrush und LeChuck als Kinder. Ich hatte einmal 4 Tage Spoiler lang Schluck auf. Und das setzt jetzt genau da an, was wir beim letzten Mal quasi in Monkey Island 2 am Ende gesehen haben. Ihr Kinder solltet besser Geld haben. Ja, wir haben alle möglichen Arten von Geld. Können wir ein paar Hühnerfußpommes bekommen? Hast du 2 Goldstücke? Das ist Geld, das Erwachsene benutzen. Ich weiß, was ein Goldstück ist. Hast du welche? Nein. Dann keine Pommes. Sie befestigen ihn an einem Bein, damit man nicht mit ihm davonläuft. Wusstest du, dass du einen Scurvy-Dog warm halten kannst, indem du ihn in deine Achselhöhle steckst? Ich bringe ihn sofort zurück, Sir. Es wäre klug, das zu tun. Ich habe noch das Bein von dem letzten Kind, das den Schlüssel nicht zurückgebracht hat. Dort steht, bringen Sie den Schlüssel zurück, wenn Sie fertig sind. Sonst setzt's was. Wie viel kosten diese Hühnerfußpommes? Hühnerfußpommes kosten 2 Goldstücke. Wie viel kosten die Scurvy Dogs? Scurvy Dogs kosten nur 1/2 Goldstück. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen uns Scurvy Dogs besorgen. Ich kann nicht glauben, dass du noch nie einen hattest. In Frankreich nennt man einen Scurvy Dog einen Chien Scorbut. Aufwachen!
machen, Mr. Pirat? Hallo? Boo! Ha! Er ist völlig weggetreten. Es ist abgeschlossen. Gut, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe. Ja, das ist sehr praktisch, dass wir gerade zufällig diesen Schlüssel mitgenommen haben. Gut, du hast sie aufgeschlossen. Welche Taste ist das eigentlich, mit der man... Naja, das ist Pause. Ich kann auf meinem Kopf stehen, ohne meine Hände zu benutzen. Müsste auch eine Taste geben, mit der man sich die Punkte anzeigen lassen kann, die man benutzen kann. Tab, natürlich. Was auch sonst. Tab, natürlich. Ja. Jetzt sieht man, wo man überall rankommt. Es ist kein Goldstück, sondern ein rundes Metallstück, das ungefähr die gleiche Größe und Form wie ein Goldstück hat. Das nennt man einen falschen 50er. Das ist wie eine falsche Münze. Eine falsche Münze ist fast so gut wie eine echte Münze. Ich hab ein... Eklig. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen uns Scurvy Dogs besorgen. Ich kann nicht glauben, dass du noch nie einen hattest. Oh, was ist das für ein Zeug? Es riecht genauso wie die Toilette. Chucky, warum schaust du nicht in die Toilette? Auf keinen Fall! Mach du doch! Okay. Eklig! Dann gehen wir wieder. Wir haben ja eine Münze. Und was braucht man mehr als nur eine Münze? Dann bringen wir natürlich ordnungsgemäß den Schlüssel wieder zurück. Ich bringe den Schlüssel zurück. Willst du dafür eine Medaille? Ja, aber die Errungenschaft. Ich habe einen zusätzlichen Bug. Diese Gläser sind dicker als die Fettschicht auf dem Boden. Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Na, dann probieren wir das doch mal mit diesem... falschen 50er. Was können wir damit bekommen? Schmeckt wie ein Goldstück. Genug für ein paar Scurvy Dogs, wenn du willst. Perfekt! Nimm sie, Junge. Und was nimmst du? Was? Nur ein Scherz. Hier ist deiner. So gut. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Was willst du machen? Exponat entfernt. Oh. Da war also mal was. Riecht nach Grog. Lass uns nicht wieder da reingehen, sonst werden wir nur angeschrien. Wusstest du, dass deine Füße nicht riechen, wenn du sie nicht wäschst? Da ist meine Freundin Dee. Hey, Dee! Hey, Chucky! Was habt ihr Idioten vor? Wir sind gerade erst angekommen. Ich mache eine Liste mit Dingen, die zu tun sind. Gib mir das. Ich bin eine Expertin in Sachen Planung. So, perfekt. Wir sehen uns im Park, Pickelgesichter. Oh, jetzt haben wir offensichtlich eine Liste mit Zielen. Scurvy Dogs kaufen, haben wir schon gemacht. Herumalbern und erkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vierblättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen, unsere echten Eltern finden. Dann gucken wir uns noch mal den Anker an. Das ist ein cooler Anker. Das zeigt nur, wie wenig du über Anker weißt. Dieser hier ist kein besonders gutes Exemplar.
Das wüsstest du, wenn du so viel über Anker gelesen hättest wie ich. Wusstest du, dass Anker ursprünglich nicht dazu gedacht waren, Schiffe an ihrem Platz zu halten? Sie wurden im Kampf eingesetzt, man kann offensichtlich aus Kanonen abgefeuert und dienten als Enterhaken, wenn man... Sie begannen, sie immer größer zu machen, weil sie so mehr Schaden anrichten. Dann haben die Leute gemerkt, was passiert, wenn man das andere Schiff... Das derzeitige bogenförmige Design ist tatsächlich weniger effektiv als das schärfere V-förmige Design, das im letzten Jahrhundert beliebt war. Das ältere Design kam jedoch aus der Mode, nachdem die Seeleute begannen, den Buchstaben V mit Unglück in Verbindung zu bringen. Die alten Exemplare bei einem modernen Anker kann man bei genau... Damit soll verhindert werden, dass der Anker zu gleichmäßig nach unten sinkt und dann nicht mehr gut auf dem Grund auf. Die kleinen Flanscher an den Spitzen sind in verschiedenen Winkeln angebracht, damit die meisten Anker sind heutzutage aus Eisen. Und man muss sie etwa zweimal im Jahr neu gießen, weil sie rosten. Vor etwa 30 Jahren kam jemand auf die Idee, das zu umgehen, indem er sie stattdessen aus Holz herstellte. Und alle möglichen Leute investiert, aber die einzige Möglichkeit, sie am Aufschwimmen zu hindern, bestand darin, einen Weit... Das Wort Anker kommt vom sanskritischen Wort Nagara, was Stadt bedeutet. Sie heißen... Ja, ich bin so etwas wie eine Expertin für Anker. Ich lese viel. Offensichtlich. Okay, wenn man was verpasst, dann kann man da drauf drücken und dann kann man sehen, was vorher so gesagt wurde. Zu Hause habe ich einen ganzen Schuhkarton voll mit alten Scurvy-Dog-Stäbchen. Hey Chucky, Lust auf ein Rennen? Abgemacht! Ich bin die Schiedsrichterin. 3, 2, 1, los! Ich hab gewonnen! Oh. Haben wir also wieder ein Ziel erfüllt? Die Ente füttern, etwas Soße zum Scurvy Dog hinzufügen. Ich wette, ich kenne Chucky schon länger als du. Keine Chance. Wir kennen uns schon ewig. Hey, Hände weg! Entschuldigen Sie. Ja? Könnten wir etwas von Ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Ich glaube nicht. Wir haben es für uns selbst mitgebracht. Ich frag mich, wohin dieser Weg führt. Nicht die Ente füttern. Was ist dieser rote Fleck auf dem Boden? Das ist Ketchup. Er soll sehr gut zu Scurvy Dogs schmecken. Das können wir ja wohl dann nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Du berührst nicht den Boden mit deinem Scurvy Dog. Okay. Du solltest das auf deinen Scurvy Dog schmieren. Lecker. Igitt! Ich glaube nicht, dass das Ketchup war. Hoppla! So. Ich frag mich, wohin dieser Weg führt. Ach so, ja, das hatten wir ja schon. Keine vierblättrigen Kleeblätter pflücken. Ha, als ob. Suchen wir nach einem vierblättrigen Kleeblatt. Okay. Viel Glück dabei. Ich habe eins gefunden. Super. Es war noch eins übrig? Verflixt. Zu Hause habe ich einen ganzen Schuhkarton voll mit alten Scurvy-Dog-Stäbchen. Seien wir ehrlich, du kannst nicht hoffen, mich zu schlagen. Du fängst besser an zu beten. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Nee, nee!
Ihr seid beide ziemlich schwach. Okay, das hat Spaß gemacht. Entschuldigen Sie. Ja? Würden Sie noch mal so tun, als wären Sie unsere Eltern? Was meinst du mit noch mal? Geht und sucht eure richtigen Eltern. Ich frage mich, was in diesem Korb ist. Finden wir es heraus. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Die Kinder heutzutage. Ihr habt keine Achtung vor persönlichem Eigentum. Wir müssen los. Wie unhöflich. So, da haben wir doch gleich mal einfach ein bisschen Brot geklaut. Warum auch nicht? Es ist ja nun wirklich ein bisschen albern. So, haben wir die Ente gefüttert. Was haben wir denn noch auf der Liste? Sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Na, das kriegen wir doch auch noch hin, wenn wir den Wunschbrunnen finden. Das ist der Wunschbrunnen, logischerweise. Ich sollte eine Münze zum Hineinwerfen finden. Nehmen wir doch die Münze, die direkt daneben liegt. Jetzt haben wir übrigens eine echte Münze gefunden, offensichtlich. Vielleicht sollte ich die in den Wunschbrunnen werfen. Die vorher war ja scheinbar keine echte Münze. Ich wünsche mir eine coole Pflanze. Eine Pflanze? Was für eine Verschwendung eines Wunsches. Ich nehme es zurück. Das war genial. Ich weiß gar nicht, was ich beim ersten Mal gemacht habe. Ich hoffe, eines von den anderen Sachen. Wusstest du, dass du einen Scurvy-Dog warm halten kannst, indem du ihn in deine Achselhöhle steckst? Das ist eine wichtige Information. Hey, Mr. Threepwood. Hey, Jungs. Habt ihr Spaß? Ja! Wir haben uns Scurvy Dogs geholt. Da sind Zehennägel und sowas drin. Uah, ich habe darüber gelesen. Und wir haben deine Abenteuer nachgespielt. Wir haben gerade Big Whoop gemacht. Big Whoop? Junge, das erinnert mich an früher. Mir gefällt es, wenn Chucky mich bittet, sein Bein wieder anzubringen. Er sagt das wirklich lustig. Ihr denkt euch immer die verrücktesten Sachen für das Ende der Geschichte aus. Das macht Spaß. Aber man kann es nicht einfach ändern. So funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Bei vielen deiner Geschichten hat man das Gefühl, dass sie am Ende nicht zu Ende sind. Was meinst du damit? Naja, ich meine, da wäre zum Beispiel The Secret of Monkey Island, wo du auf Monkey Island gehst und gegen LeChuck kämpfst. Die Geschichte hat ein großartiges Ende. Es gibt eine Schlägerei und ein Feuerwerk. Ich dachte, die Geschichte hat dir gefallen. Aber du hast das Geheimnis nie gefunden. Nicht das echte. Sicher, aber darum ging es in dieser Geschichte nicht. Kinder, ich will euch eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ist das eine lange Geschichte? Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette oder so. Ja, ich muss, mit meiner Tarantel Gassi gehen. Vielleicht sollte ich mit ihnen gehen. Nein, nein, bleib hier, das ist eine gute. Jedenfalls ging das Gerücht um, dass mein alter Erzfeind, LeChuck, irgendwie den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island entdeckt hatte. Ich wusste, dass ich es vor ihm in die Finger bekommen musste, also ging ich nach Mealy, um meine eigene Expedition zu starten und ihm zuvorzukommen. Und so beginnt. Thank you.
Haben wir jetzt also gerade erst die Vorgeschichte mitbekommen. Ah, ein gutes Gefühl, wieder auf Mealy Island zu sein, dem Zentrum der Piraterie in der Karibik, wo jede gute Expedition beginnt. Ich treffe ein paar alte Bekannte und bringe die Dinge ins Rollen. Oder in diesem Fall wohl ins Segeln. Hi, ich bin Guybrush Threepwood. Erinnerst du dich an mich? Natürlich. Wir Späher haben eine Menge freie Zeit zum Nachdenken. Ich nutze meine, um meine Erinnerungen an jede Anne, jeden Jack und jeden Guybrush wieder aufleben zu lassen, die vor 10 Jahren auf ihrem Weg zu einem anderen Ort 5 Sekunden mit mir verbracht haben. Wow. Entspann dich. Ich ziehe nur deine Ankerkette auf. Lange nicht mehr gesehen, Threepwood. Was hast du so gemacht? Ach, du weißt schon. Größtenteils Freibeuterei, Säbelrasseln und so weiter. Aber jetzt organisiere ich eine Expedition, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Oh, du segelst mit LeChuck? Was? LeChuck ist hier auf Mealy? Ist schon eine Panik ausgebrochen? Werden die Menschen evakuiert? Er scheint im Moment nicht an einem Gemetzel interessiert zu sein. Das Schiff ist nur hier, um Vorräte und Mannschaft aufzunehmen, soweit ich das beurteilen kann. Wie auch immer, nein, ich segle nicht mit LeChuck. Du kennst meine Geschichte mit ihm. LeChuck hat meine Frau entführt. Er hat es schon immer auf sie abgesehen. Ich bin nach Monkey Island gesegelt, um sie zu finden und sie zurückzuholen. Ich dachte, ihr wart noch nicht verheiratet, als das passiert ist. Und hat sie sich nicht mehr oder weniger selbst gerettet? Darum geht's doch gar nicht. Er ist ein böser Zombie-Geisterpirat, der die Meere und manchmal auch das Land terrorisiert. Ein ruchloser, hinterhältiger, mordender Taugenichts. Ein verkommener, rücksichtsloser Schurke und ein lauter Redner. Und ich bin... nichts davon. Man sagt, Gegensätze ziehen sich an. Aber was weiß ich schon. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Überall, wo ich hinkomme, ist er da. Er plagt mich. Er ist mein Erzfeind. Komisch. Er hat dasselbe über dich gesagt. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Bist du sicher, dass es nicht umgekehrt ist? Es scheint, als wäre er zuerst hier gewesen. Ich weiß nicht, wie er es herausgefunden hat, aber ich bin mir sicher, dass er das nur tut, um mich zu überlisten. Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. Dann solltest du dich besser beeilen. LeChuck lädt gerade auf dem Außendock auf. Nun, ich werde ein Schiff und eine Mannschaft anheuern und ihm zuvorkommen. Sobald ich jemanden finde, der das Projekt unterstützt. Ich bin im Moment etwas knapp bei Kasse. In diesem Fall solltest du mit den Piratenanführern in der Scumbar sprechen. Genau. Deshalb bin ich ja nach Mealy gekommen. Es wird toll sein, die alten Kerle wiederzusehen. Wir stoßen mit einem Grog an und besprechen die Einzelheiten. Scumbar, bei den Docks. Langer Tisch im hinteren Bereich. Ich weiß, wo ich hin muss. Wir werden sehen. Ja, genau. Und da haben wir tatsächlich schon die ersten 45 Minuten hinter uns gebracht. Und das heißt, die Folge ist an dieser Stelle zu Ende, beziehungsweise genau. Geht dann beim nächsten Mal weiter. Und das bedeutet, dass ich mich bedanke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der womöglich zweiten Folge von Return to Monkey Island. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!